Spätestens seit Leichtathleten wie Heinrich Popov mit ihren Prothesen Weltklasseleistungen vollbringen können, sind künstliche Gliedmaßen keine ungelenken Hilfsmittel mehr. Vielmehr übertreffen einige dieser Hightech-Körperteile sogar ihre biologischen Vorbilder. Die Speerspitze dieser Entwicklung bilden intelligente Prothesen. Und Philipp Koch, der bei einem Autounfall einen Arm verloren hat, bewältigt mit einer solchen Prothese seinen Alltag. Das Besondere? Seinen künstlichen Arm steuert er mit seinen Gedanken. Also ich kann das Handgelenk nach außen drehen, kann das Handgelenk nach innen drehen, Hand öffnen, Hand schließen. Dann kann ich dementsprechend auch noch strecken und beugen. Und das Highlight ist jetzt beispielsweise eine 360-Grad-Drehung nach außen oder nach innen. Was jetzt nun auch nicht alltäglich ist oder was jetzt nun auch nicht jeder kann. Da muss ich bis zu einem gewissen Grad drehen. Das ist jedes Mal unterschiedlich, je nachdem, wo ich gerade aufgehört habe mit der Drehung. Dann rastet die auch irgendwo anders ein. So, und dann dementsprechend, ich brauche einen Druck hinten oder einen Gegenpart, dass ich Druck nach vorne hin ausüben kann. Dass halt dementsprechend das Gelenk einrastet oder die Kugellager. Sein Arm besteht unter anderem aus einer auswechselbaren Hand, 6 Elektroden, einem Handyakku und einem Computerchip mit spezieller Software. Nervenimpulse, die Philipps Gehirn aussendet, wenn er zum Beispiel daran denkt, seine Hand zu heben oder zu greifen, kann die Prothese in die entsprechende Bewegung umsetzen. In einer komplizierten Operation mussten hierfür Nerven in Philipps Körper verpflanzt werden. Ein experimentelles Verfahren, das bei Philipp glücklicherweise gut funktioniert hat und ihm heute sogar ermöglicht, einer ganz normalen Arbeit nachzugehen. Aber diese neuen Superprothesen erweitern nicht nur die körperlichen Möglichkeiten ihrer Nutzer, beobachtet Martin Schöppel von der Herstellerfirma Ottobock. Sie verändern auch das Selbstbewusstsein ihrer Träger. Es gibt eine Entwicklung, die wir insbesondere in den westlichen Ländern, auch in den USA sehen. Wir nennen das Tech-Look. Und die Anwender zeigen dann ganz offensiv ihre Prothesen, das heißt die Bein- oder Armprothese, und sagen, ich bin ein bionischer Mensch, die Technik ist ein Teil von mir. Bereits heute gibt es bionische Schlagzeuger und Soldaten, die mithilfe von Exoskeletten schwere Lasten tragen können. Mensch und Maschine verschmelzen zusehends zu einer Einheit. Manche, wie der Philosoph Stefan Sorgner, sprechen deshalb bereits vom Beginn des transhumanen Zeitalters. Einer Zeit, in der sich jeder stärker, schneller oder sogar klüger machen kann. Mit Technologien wie intelligenten Prothesen und Körperteilen, die sich sogar ans Internet anschließen lassen. Das würde natürlich eine enorme Steigerung unseres Wissens ermöglichen, auch vielleicht unserer Erinnerungsfähigkeit. Und das sind natürlich beides Fähigkeiten, die im Interesse von vielen Menschen sind. Gehirninhalte oder sogar das menschliche Bewusstsein lassen sich zwar noch nicht ins Netz hochladen. Realität hingegen sind bereits implantierbare Computerchips. Und Google testet elektronische Kontaktlinsen, die automatisch den Blutzuckerspiegel überprüfen können. Für den Philosophen wirft das die Frage auf, wer Zugang zu diesen neuen und teuren Körperoptimierungen haben wird und ob so eine neue Spaltung der Gesellschaft droht. In Cyborgs mit überlegenen körperlichen und intellektuellen Fähigkeiten auf der einen Seite und Menschen mit all ihren biologischen Defiziten auf der anderen Seite. Wir müssen uns wirklich konzentriert damit auseinandersetzen, dass das in der Tat nicht geschieht. Ich denke aber, dass das eine politische Entscheidung ist und dass man mithilfe von entsprechenden gesetzlichen Regelungen in der Tat dort vorbeugen kann. Es ist davon auszugehen, dass intelligente Prothesen erst am Anfang ihrer Möglichkeiten stehen. Und auch Philipp hat einen Verbesserungsvorschlag für die nächste Generation seiner künstlichen Hand. Vielleicht ermöglicht es dann die Technik irgendwann in naher Zukunft dann halt dementsprechend auch solche Prothesen zu ermöglichen, wo man dann merkt, wenn man sich irgendwo mal verbrennt oder jetzt bei den Temperaturen gerade, dass es kalt draußen ist. Der Mensch ist das Ergebnis langsamer Anpassung an seine Umwelt. Jetzt ist er in der Lage, sich selbst durch Technik zu verändern. Nach seinen eigenen Vorstellungen und Ideen. Es ist also an der Zeit, sich über diese Möglichkeiten Gedanken zu machen und zu verständigen.